Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung, wieder in Crusader Kings 3, zurück bei Gabriel. Und ihr seht schon, Gabriel ist ein bisschen traurig derzeit und ein bisschen ist vielleicht auch untertrieben. Denn ja, er leidet nach wie vor unter ziemlich akutem Geldmangel. Die Schulden hat er jetzt zwar tilgen können, aber in seinen Ländern ja, hat die Korruption jetzt schon eingesetzt, bis die wieder aufhört. Das wird sicherlich Monate und Jahre dauern. Also seine Kompetenz zur Reichsverwaltung steht so ein bisschen in Frage. Und gleichzeitig hat er mit Erschrecken jetzt festgestellt, dass ihm all seine wichtigen Ritter und Streiter im Reich eigentlich jetzt entweder verstorben sind oder aufgrund von Verletzungen verstorben oder irgendwie abkömmlich geworden sind. Das heißt also, wir haben kaum noch Ritter in unserem Reich. Das ist wirklich eine akute Geschichte. Ich zeige euch das mal kurz, wie sich das hier in der Übersicht zeigt beim Militär. 3 von 12 Ritterpositionen nur besetzt. Das sind zwar sehr gute hier. Matthias, Baron Matthias, Herzog Silvester von Temmisch mit 26 und 22 sind super Ritter. Die Rittereffektivität ist fantastisch bei uns. Und wir haben noch den guten Herzog Laszlo mit immerhin 16. Aber alle anderen wären rekrutierbare Charaktere. Es gibt zwei, die sind super. Denesch und Tivadar. Boleslav, naja, weiß ich nicht. Aber dann haben wir trotzdem nur 5 und wir müssten uns die ja erstmal leisten können und haben dazu absolut gerade nicht das Geld. Also es ist wirklich ganz schwierig. Wir haben die Entscheidung noch nicht wieder freigeschaltet, Ritter erneut einzuladen. Und die Suche nach Geld wird uns hier auf jeden Fall in der nächsten Zeit prägen. Dementsprechend werden wir heute, wie angekündigt, den Hof halten und den Papst weiter beeinflussen, in der Hoffnung, bei ihm Geld sozusagen erbetteln zu können. Aber gehen wir erstmal an den Hof und halten dort an unserem immer noch sehr prächtigen Hof erneut unseren Hoftag. Und dann schauen wir mal, wie der so läuft. So. Namenlos macht immer größere Augen und wirkt immer mitleiderregender, während sie ihre Bekanntschaft Simon behutsam zu meinem Thron führt. Das ist Tatoni offenbar, Höfling, mit 11 Jahren, eine junge Frau. König klagt Simon hier. Das Mädchen ist seit dem Tod ihres Vaters an dem Hof von Benedek und hat niemanden, der sich seiner annimmt oder ihrer annimmt. Bitte kümmert euch doch um ihre Zukunft. Was kann man mit einem solchen Kind machen, mit Tatoni? Ja, genau, der Vater war auch noch jung verstorben an Verletzungen hier. Und sie hat auch gar keine Ansprüche, ist eine niedere Adlige, gierig, ruhig und nachdenklich, ist noch jung. Tja. Ich werde ein Zuhause bei Beata für sie finden. Herzog Benedek findet das ganz okay. Ja, Beata ist unsere Seneschall. Oder unser Seneschall. Ja, die könnte sie mit 45 Jahren unter ihre Fittiche nehmen. Es ist nicht billig, ein Kind aufzuziehen. Da könnten wir jetzt versuchen, an Geld dran zu kommen. Kurzfristig. Würde natürlich bei Simon schlechte Meinung erzeugen. Tatoni ebenfalls. Wird ebenfalls Mündel von Beata dann. Bedauerlich, aber nicht das Problem der Krone. Doch, doch, also da müssen wir uns schon drum kümmern. Tja, König Gabriel. Treuherzig, ungeduldig, zufrieden. Also. Es ist ein bisschen schwierig, wie weit man diese Eigenschaft eigentlich fasst. Ne? Er ist zufrieden mit dem, was er hat. Ob das nun viel oder wenig ist, könnte man jetzt auch aufs Geld beziehen. Wir wissen aber, dass die Situation am Hof mit dem Geldmangel so schwierig ist, dass er über diese Zufriedenheit eigentlich hinweggehen muss, innerlich. Weil das kann ja kein Zustand sein. Ich meine, gut, man könnte natürlich jetzt ernsthaft sagen, naja, mit den wenigen Rittern ist er aber trotzdem recht happy. Also,
wird er ja vermutlich jetzt nicht jede spielerische Option wahrnehmen, nur um an Geld zu kommen. Das ist ja wieder so ein bisschen Min-Maxing-mäßig von mir gedacht gerade. Muss ich ja mal kritisch einfügen. Also eigentlich für einen zufriedenen Herrscher, dann hat er halt nur drei Ritter. Ich weiß nicht, ob das für Gabriel dann so wichtig ist in der Zufriedenheit. Aber er will auf jeden Fall, dass Tatuni gut unterkommt. Deswegen wird sie das Mündel von Beata. Sie gewinnt Meinung, wir bekommen Hofpracht. Simon findet das gut, Herzog Benedek auch. Super. Zwei meiner Vasallen schubsen einander und drängeln, um meinen Thron zuerst zu erreichen. Herzog Benedek, um den es ja eben schon ging hier, verneigt sich vor mir. Mein Fürst, in den Straßen von im ganzen Königreich von Ungarn wird überall mutwillig gemordet. Es wäre nur angebracht, wenn wir verbieten würden, Waffen zu tragen, zumindest innerhalb der Stadtgrenzen. Baron Matthias, das ist unser Stallmeister. Und Stallmeister und einer der letzten Ritter hier bei uns, schubst ihn zur Seite. Sicherheit bedeutet, dass jeder Mann lernt, sich selbst zu schützen. Zu verbieten, Waffen zu tragen, wird die Bürger in ihren Rechten beschneiden. Tja, verbietet Waffen innerhalb der Siedlungsmauern? Ah, wir sind leichtsinnig. Oh, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, tatsächlich. Also das geht auch ein bisschen weiter, als die Beschreibung hier annimmt, also es angibt. Es geht hier nicht nur um die Kampfentscheidungen, sondern wirklich allgemein den Charakter. Das muss ich mir mal merken, weil wenn hier argumentiert wird, dass weil wir leichtsinnig sind, die Waffen nicht innerhalb von Siedlungsmauern verbieten können, sollten, in Anführungsstrichen, dann geht diese Definition der Eigenschaft definitiv weiter als eine reine Befehlshabereigenschaft, so wie ich das hier lese. Also verbieten für 50 Jahre, das ist ja auch eine ganz schön lange Zeit. Kontrollzuwachs plus 0,1. Herzog Benedek findet das gut. Aber die beiden werden Rivalen. Finde ich auch lustig, dass unser Stallmeister das dann nicht in unserem Bezug schlimm, also dass die Beziehung zwischen uns nicht belastet wird dadurch. Behalten wir unsere Schwerter, damit unser Reich nicht schwächer wird. Ja, das ist wiederum aber schwierig, weil wir treuherzig sind. Also ihr seht, da stehen wieder die Eigenschaften. Das ist ja sein großes Thema im Konflikt zueinander. Das würde aber Baron Matthias von uns mehr überzeugen. Und die Volksmeinung in allen Grafschaften erhöhen, was ja relativ opportun wäre, da wir da gerade Probleme haben. Allerdings sind wir ja auch zufrieden. Wir werden diese Streitfrage nach mehr Sicherheit lösen mit Gewalt. Es gibt quasi eine Art Duell, so wie ich das hier sehe, bei dem sehr, sehr sicher ist, dass Herzog Benedek verwundet wird, weil Matthias sein Gegner ist und der sehr viel stärker ist. Und es wird zum offenen Tragen der Waffen auch so kommen können. Ist ja eigentlich für einen Charakter, der auch kriegerisch ausgebildet ist und selber ein gutes Kampfgeschick hat, vielleicht so am ehesten eine gute Wahl. Zumal das ja auch eine Ad-hoc-Lösung ist und wir sind ja ungeduldig und das löst die Dinge am schnellsten von allen Optionen. Also das Verbieten, das muss ja erstmal umgesetzt werden. Das muss reichweit alles bekannt gemacht werden, genauso wie, dass das offene Tragen weiterhin erlaubt wird. Und diese Geschichte hier, die können wir doch direkt lösen. Gut, da muss immer noch irgendwie bekannt gemacht werden, dass die Waffen dann getragen werden dürfen, aber eigentlich ändert sich ja auch dann nichts, ne? Ja, ist nicht so schön argumentiert, aber ich würde doch sagen, diese Ad-Hoc-Lösung ist für einen ungeduldigen Charakter schon das Wichtigste. Also, wir werden diese Streitfrage nach mehr Sicherheit mit Gewalt lösen. Matthias gewinnt selbstverständlich, das Tragen von Waffen ist jederzeit erlaubt. Okay, und Herzog Matthias wird entsprechend, nicht Matthias, Benedek ist jetzt verwundet, zusätzlich zu seiner Narbe. Ja, das hat ihm sicherlich nicht gefallen. In den letzten Tagen habe ich immer wieder von einem mächtigen Held der Bauernschaft gehört, der die Herzen des einfachen Volkes durch unglaubliche Taten und unvergleichliche Tapferkeit gewonnen hat. Dieser Held, der auf den Namen Adaren hört, hat das niedere Volk vor den novgorodischen Räubern verteidigt und ist nun den ganzen Weg nach Visegrad gereist, um eine Audienz bei mir zu erhalten.
Es besteht kein Zweifel daran, dass Adan ein großer Held ist, doch besteht mein Hof darauf, dass ich einen Gemeinen nicht über seinen Stand hinaus erhebe. Ja, ein Gemeiner hier, Adan Rakoshi. Keusch, mitfühlend, tapfer, also eine... Wow, ein brillanter Stratege, ein athletischer Mann mit riesengroßem Kampfgeschick und Kriegsführungswert. Das ist ja der zukünftige Ritter. Oh, aber das kostet viel Geld. Die Ritter würden beleidigt sein, wenn er einen Platz am Hof bekommt. Wir könnten ihn zu einem Grafen machen. Das finde ich ja ein bisschen sehr überzogen. Und zwar wird er den Platz von Graf Clara einnehmen, die 5 Jahre alt ist. Wird dadurch Rivale von Adan, Rivalin. Alle Vasallen verlieren 10 Meinung, weil sie angewidert sind, dass hier so ein Emporkömmling... Ja, also eine Grafschaftsposition finde ich ein bisschen fett. Also der mag ja hier Gutes geleistet haben, das glaube ich auch, ein großer Held. Aber ein Held bekommt ja nicht automatisch Land. Dass er sich dem Hof anschließt, finde ich eigentlich eine gute Sache. Wäre ja ein wunderbarer Ritter. Und eine Gelegenheit, dieses Problem zumindest in Ansätzen schon mal in die richtigen Wege zu leiten. Der ist auch noch sehr jung, der kann ewig leben. Oder wir ehren ihn als Held. Oh, das kostet aber noch mehr Geld. Das können wir uns ja schon wieder alles nicht leisten eigentlich. Ein unverschämter Bauer. Die Vasallen fänden das toll. Ja, das ist so ein bisschen zwischen Adel und Bauern hier so ein Konflikt, der sich da andeutet. Aber ihn jetzt einzukerkern? Also wenn wir arrogant wären, dann könnte ich mir das noch irgendwie so vorstellen, dass er sowas sagt, ja, ein unverschämter Bauer. Und wir sind treuherzig. Also ich glaube, es ist tatsächlich der Platz im Haushalt, ne? Dass wir ihm vertrauen, dass er uns als Ritter dient. Das Vertrauen ist sicherlich nicht so hoch, dass wir ihn zum Grafen machen. Also das halte ich jetzt auch für merkwürdig. Ich finde auch merkwürdig, dass es nur ein Bauer sein soll. Er ist ja immerhin ein niederer Adliger schon. Also so ein ganz no-namiger Mensch ist das jetzt hier nicht, der überhaupt keinen Namen trägt. Ich würde sagen, ja, wir belohnen ihn. Wir gehen wieder ins Minus, aber das ist dem Charakter hier, glaube ich, relativ egal. Da er zufrieden ist, dann soll er einen Platz im Haushalt bekommen. Ein treuer Diener. Und die letzten Bittsteller gehen. Ich werde ihn sicherlich als Ritter hier brauchen und wir können den Hoftag schließen. Wunderbar. So, schauen wir mal. Wir erlauben es ihm. Er wird also demnächst... Warte mal, wird mir nicht markiert. Kann ein Ritter sein? Ach so, der wird von diesen Geschichten hier ausgeschlossen, ja. Okay, ja, aber das ist okay, das wird unser bester Streiter hier werden. Immerhin ein 4. von 12 möglichen Rittern. Das haben wir doch, glaube ich, ganz gut geregelt. Jetzt schauen wir mal, was passiert mit diesem Event erstmal. Ich throne über meine Untertanen als souveräner und unangefochtener Herrscher. Wenn ich mich auch entsprechend in feine Gewänder und Schmuck kleide, würde das jeden unterschwellig daran erinnern, dass ich das Sagen habe. Ja, also man könnte jetzt sagen, unbedacht wäre auch eine Rolle spielend hier, aber hier geht es ja um einen guten Zweck, für den er angeblich immer wieder Geld ausgibt und das ist ja eine reine egoistische Geschichte. Auch wenn es um die Repräsentation der eigenen Herrschaft geht, aber das ist ja kein guter Zweck per se. Und er ist zufrieden, also dass er sich jetzt in feinsten Hermelin kleidet, nee. Ich könnte mit lokaler Mode anbandeln und mir einen Schneider suchen, der mit den Materialien der Region arbeiten kann. Das kann gut gehen, aber wird mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit auch schief gehen können. Ist aber nicht schlimm, wenn wir 75 hier Prestige verlieren, so dramatisch ist das nicht. Oder ich brauche keinen Tand, um meine Herrschaft zu legitimieren. Klingt ja schon fast so ein bisschen arrogant. Wir sind halt nicht der größte Verwalter, ne? Und wir sind zufrieden mit dem, was wir haben.
Das würde ja fast schon für die letzte Option sprechen. Vielleicht, das ist jetzt sehr konstruiert, ich sage es euch gleich, aber vielleicht spielt doch Unbedacht eine kleine Rolle, weil er vielleicht die Idee hat, dass er die lokale Handwerkerzunft sozusagen ein bisschen fördern kann, wenn er hier den Schneider beauftragt. Das ist ja eine gute Sache in seiner Sicht. Ich denke, deswegen wird er das hier versuchen. Mal gucken, was bei rauskommt oder ob es ein langweiliges, ausdrucksloses Gewand wird. Es ist ein langweiliges Gewand geworden. Naja, gut. Ja, wir haben den Papst leider nicht beeinflussen können. Mal sehen, ob wir trotzdem von ihm gleich hier Geld erbetteln können. Wir haben ja hier wieder Minus. Mein Sohn Salomon, der auch Erbe ist, hat gerade eine vom Hoftutor Cornel unterrichtete Lektion beendet. Der ist aber unser Mündel und ist trotzdem beim Hoftutor hier im Unterricht. Ja, das macht ja auch irgendwo Sinn. Zur Verwaltung der Schatzkammer und des Golds darin. Salomon scheint sich die Lektion ein wenig zu sehr zu Herzen genommen zu haben. Er versteht die Rolle der niederen Stände, besteht aber darauf, dass Bauern nur nützlich sind, wenn sie Steuern zahlen und unnütze Bauern beseitigt man. Eine sehr kaltblütige Betrachtung des menschlichen Daseins. Oha. Das klingt ja schon fast ein bisschen, ja, gefühllos tatsächlich hier. Wie würde er dazu stehen? Also, ich glaube, das widerspricht hier so ein bisschen unserer Treuherzigkeit. Also, wir sind ja der Meinung, man sollte anderen Menschen gegenüber immer erst ein Grundvertrauen haben. Und dass man die dann so kaltblütig betrachtet, finde ich, beißt sich ein wenig mit dieser Grundeinstellung. Und auch, dass man unbedingt gierig Steuern von ihnen haben will, passt nicht so richtig mit der Zufriedenheit. Also ich glaube, das stimmt Gabriel nicht zu der ersten Option. Wir könnten ihm sagen, habt ihr denn gar nichts gelernt? Bei der Lektion ging es um Gerechtigkeit. Oder man könnte sogar ihn gierig werden lassen. Nein, das entspricht ja gar nicht unserem Naturell. Ich würde sagen, wir sind schon der Meinung, dass es hier um sowas wie Gerechtigkeit geht. Und damit wird er auch sich das wohl zu Herzen nehmen. Okay, so. Der Bauernaufstand ist erfolgreich geschlagen worden vom Kaiser. Oh, und Cornelis gestorben im Schlaf. Oh Gott. Ja, das hatte wohl nichts mit dem Ereignis zu tun, aber ein Hoftutor. Der Hoftutor hat uns verlassen. Da gab es das Kriegsende beim Kaiserreich hier. Der hat jetzt nur noch einen Befreiungskrieg. Aber da kommt bestimmt noch mehr. So, lieber Papst, dürfte ich Gold erbitten? Ja, er wird es tun. Wir sind so hoch verschuldet. Und seine Schatzkammer hat sich besser gefüllt, offenbar. 302 Gold für 250 Frömmigkeit. Ja, das werden wir mal verlangen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. So. Unsere Ehepartnerin vermittelt beim tschechischen Vater, also bei Kaiser Ota. Er erhält 10 Meinungen von uns durch ihre Einmischung. Also er hat eine relativ okay Meinung über uns, während wir eine ziemlich schlechte über ihn haben. Naja, sei es drum. So, dann gibt es hier noch ein Event. Wartet mal, das lasse ich mal pausieren. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach, aber mein Vasall Herzog Argoston wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt bei meinen Vasallen. Er lotet meine Grenzen aus und schon wieder jemand aus Transsilvanien. Diese Herzöge sind immer ein Problem irgendwie bei unserem Let's Play. Für die Apaden sind immer irgendwie schwierig. Die anderen werden es ihm gleich tun, sofern ich ihn nicht an seinem Schwachpunkt angreife. Was ist denn sein Schwachpunkt? Er ist ein guter Verwalter, er ist demütig, gerecht und ein religiöser Eiferer. Ich ignoriere ihn und stehle mir seine I Ideen. Das ist relativ hinterhältig. Ihr glaubt, dass Argoston unentschlossen, lethargisch oder ambitionslos ist. Das würde ich nicht so sagen. Zumindest hat er eine tiefe religiöse Überzeugung. Also da ist ja die Entschlossenheit schon mal da. Hat auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, verlangt nicht viel vom Leben, ist ja weniger auf Ambitionen bezogen. Oder ihr glaubt, Argoston würde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Aufgaben zu erfüllen.
Das wäre ja eher, wenn der irgendwie einen besonderen Ehrgeiz hätte. Das trifft ja nur auf die Religion zu. Kommentare über seine Physis werden ihn aufregen. Ihr glaubt, er wird häufig auf seine körperlichen Eigenschaften reduziert, wo er eigentlich gar keine hat. Nee. Wie könnt ihr es wagen, den König herauszufordern? Damit wird er verängstigt sein, nicht sonderlich diplomatisch, aber dennoch wirksam. Das ist jetzt wieder schwierig, ne? Wir sind treuherzig, aber seine Treue steht ein bisschen in Frage. Wir sind ungeduldig und zufrieden. Aber das hat alles wenig mit diesen Sachen zu tun, außer dass man das hier sagen kann, um das so schnell wie möglich mit der Ungeduld zu beenden. Dann bekommt man ein bisschen Schrecken dazu und antagonisiert ihn zusätzlich. Der will auch unbedingt einen Platz im Rat haben. Aber wir haben eigentlich Respekt vor ihm. Und die Meinung seines Vorgängers war auch schon gut von seinem Vater Laszlo II. Also, dass wir ihn jetzt hier vor den Kopf stoßen und dass wir jetzt über ihn ablästern, finde ich dann auch irgendwie schwierig, wenn wir so eine gute Meinung von ihm haben. Das muss schon ein bisschen still und leise passieren, meiner Meinung nach. Aber wie genau? Kann ich hier nicht draus ablesen. Ich werde es mal probieren, dass wir ihm Aufgaben stellen, die unmöglich zu erfüllen sind. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir ein Druckmittel gegen ihn bekommen oder ob das vollkommen nach hinten losgeht. Ihr konntet ihn nicht manipulieren, minus 15 Meinung bei ihm, weil wir grausam sind. Naja, okay. So, an den abstoßenden König Gabriel. Ich habe eure Notlage bedacht und entschieden, eurem Ansinnen nachzugeben. Juhu! Mögen diese Mittel euch helfen, den wahren Glauben in euren Ländereien zu verbreiten. Damit haben wir uns bei ihm nicht beliebt gemacht, liebe Leute, aber endlich haben wir ein bisschen Geld auf der Kante und endlich können wir uns ein bisschen was leisten wieder. Das hat ja lange genug gedauert. Da können wir in 3 Jahren wohltätig spenden, aber das ist noch lange hin. Vielleicht können wir da mal wieder eine Jagd veranstalten oder so, dass wir ein bisschen was Abwechslungsreiches hier mal am Hof gestalten. Aber wir müssen natürlich eigentlich auch erstmal unsere Ritter hier. Jetzt haben wir 5. Graf Konrad ist jetzt hier mit reingegangen. Der ist auch nicht schlecht. Und eben der neue Adar, dieser Superritter. Aber wir haben natürlich einige Plätze offen. Das Thema ist halt, dass wir diese Ritter natürlich sehr teuer rekrutieren müssen. Das kostet 66 und 45, also über 100 müssten wir dann schon alleine da ausgeben. Eine Jagdveranstaltung kostet 133, dann sind wir schon bei fast allem Geld. Aber das könnten wir natürlich tun. Mal sehen. Wir werden das beim nächsten Mal ausloten, liebe Leute. Für heute ist erstmal Schluss mit der Folge und wir sehen hier den, ich glaube, nicht mehr ganz so traurigen König Gabriel dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.